Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Modellbau-Kanal, Vaganz Modellbau-Ecke oder Unboxing-Kanal. Ich habe heute für euch von ICM ein V3000S-SSM-Maultier mit Kanister hinten drauf. Sanitätsausführungen in Maßstab 1 zu 35. Ja, und der Bausatz kommt aus der Ukraine. Und ich hoffe natürlich, dass es keinen Krieg gibt in der Ukraine, weil dann gibt es nämlich auch automatisch keine Modelle mehr aus der Ukraine. Das wäre natürlich für Modellbauer fatal, aber ich meine, drückt mal die Daumen, dass es keinen Krieg gibt. Auch so. Jetzt tut das schon richtig weh, wenn ich dran denke, dass ich den auspacke hier und da geht es eventuell bald los. Und eventuell ist es ein Auftakt zu einem wirklichen Dritten Weltkrieg. Drückt mal die Daumen, dass das nicht passiert. So, ich habe euch dieses Fahrzeug mitgebracht, weil ich auf so kleinen Kram stehe. Und ich muss gerade mal sagen, wenn ich den Karton aufmache, um an die Anleitung zu kommen, sehe ich ein dickes Bündel. Zu dem komme ich gleich. Jetzt pulle ich jetzt mal die Anleitung raus. Und da fällt natürlich, oh, das ist ja, der strahlt ja, der Dekelbogen, der leuchtet ja im Dunkeln. Ja, mal umdrehen, der kommt gleich. So, jetzt packe ich das mal zur Seite und es geht ja mal los mit der Anleitung. Der Dickelbogen, der kommt danach gleich. So, habe ich mich entschlossen, Dickelbogen gibt es jetzt nach der Anleitung. So, wie ihr hier schön seht, könnt ihr das Fahrzeugbild sehen. Wie auf jeder Anleitung vorne drauf ist ein schönes Fahrzeug abgebildet und so ein paar Farbangaben, Model Master Farbangaben, also hallo, auch in Russland oder in der Ukraine gibt es keine Modelfarben-Masterfarben mehr. Na, ich weiß gar nicht, warum die das immer noch machen oder entwickeln die das mit den Amis zusammen. So, jetzt kann man noch mehr vom Fahrzeug sehen. Ich würde mal sagen, alles was hier rot gekennzeichnet ist, braucht man nicht. Und das ist ja schon der halbe Bausatz. Auf Russisch. Kann ich nicht aussprechen. Nee, ich kann das nicht mal lesen. Ich glaube, es ist russisch eine schöne Sprache. So, fange ich mal an jetzt zu gucken. Ich gucke und sehe Motor. Da fängt man wieder an. Das ist ja schon wieder ein im Prinzip LKW mit Ketten. Ein schönes, geiles ja, Halbkettenfahrzeug. Ich stehe da drauf einfach. Fahrgestell, ich habe ja vorher schon mal einen ausgepackt. Auch war das auch ein Maultier, Sonder-Kfz, nein, Sonder-Kfz 7. Ja, aber das ist jetzt Maultier, das ist ja im Prinzip fast das Gleiche. Na, es ist ein LKW mit Kettenantrieb, mit Gleisketten. Und hier sieht man das auch, keine Einzelgliedketten. Ich glaube, die kriege ich dafür aber auch nicht. Ich glaube nicht, dass es da welche für gibt. Segmentkette wieder. Ja, muss man nicht bauen, kann man aber. Dann kommt das Fahrerhaus, auch sehr schlicht aufgebaut. Ihr seht das, also wirklich schlicht. Ein paar Teile, so 5 Minuten Arbeit. 16 Baustufen sind wir schon? Nein, sind wir schon bei 16. 10, 11. Achso, die sind nebeneinander. 12, 13, 14, 15, 16. Na gut. Da sind dann wohl Glasigteile dabei. Ja, der Container da hinten drauf, der Tornister ist leider leer. Sonst würde der Wagen wahrscheinlich nicht 30, sondern 60 Euro kosten. Dann hätte ich gesagt, ich zahle lieber die 60 Euro und habe dafür da drinnen liegen oder ein OP-Tisch oder sowas, je nachdem, wofür das Fahrzeug mal ausgelegt war. Ja, das war eine 3-Seiten-Anleitung und schon bei Baustufe 32. Komisch. Naja, die machen eben für jeden Dutt einen Bauschritt. Aus zwei Teilen einen Bauschritt, genau. Ja, so als Zubehör dabei, eine Leiter, so ein Ersatzreifen für oben aufs Dach. Und übersichtlich auf jeden Fall. Und in Vollfarbe natürlich mal wieder eine Darstellung der Farben und mit Model Master Angaben habt ihr ja gesehen.
Also malt euch da selber was, sucht euch selber eine Farbe raus. Ich würde mal sagen, der ist wie auf dem Titelbild. Ich glaube, das Titelbild war auch dunkelgelb. Ja, weißer Container ist klar. In diesem deutschen Deutschgelb das restliche Fahrzeug. Und Ketten sind klar, das sieht ein bisschen ulkig aus, ne? Dann haben sie echt winzige Ketten verpasst. Oh Gott, ihr wollt die süß. So, aber wie schon eben aus Versehen, ja, in einem Video habe ich gesehen, dass die ganzen Deckels, ich zoome die mal kurz ran. In einem Video habe ich gesehen, dass die Deckels wohl nicht so pralle sein sollen. Also die sollen wohl sehr weite Übergänge haben, also sehr weit in klaren Deckel auslaufen. Das tun sie aber hier nicht mehr. Ich denke mal, das wurde überarbeitet, weil ich sehe hier nichts. Also die, was ich im Licht sehe, sind absolut perfekt abgepasste Deckels. Na, sehen sehr schön aus. Kann man das erkennen? Ja, ich glaube, man kann es jetzt erkennen, wenn das Licht so drauf fällt. Ja, also sehr schön. Jetzt haben wir schon mal die Anleitung und die Deckels. Und jetzt schneide ich mal den Beutel auf und bin gleich wieder da. So, liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Programm Ihrer Wahl anschauen, bitte ich einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Das ist der erste Gussast, der aus diesem großen Beutel hinauskommt. Also von außen, die Formen sind alle super gegossen. Also ihr könnt das schon so sehen. Ich muss das nicht auf einen Millimeter an die Kamera ranholen. Das ist Quatsch, ihr seht das. Da sind Verfärbungen im Kunststoff drin, das ist normal. Aber es ist alles fischhautfrei und sehr sauber gedruckt. Von innen die Auswurfmarken sind egal, da kommt überall was drauf. Beziehungsweise, hier sind die Verkleidungen. Ist es denn wie unsichtbar? Ein Kühlergrill, der auch offen, einen offenen Kühlergrill. Man sieht, dass das schön offen ist. Es gefällt mir. Also der erste Gussast aus dem Karton finde ich schon mal großartig. Ja, hier nun der zweite Gussast aus diesem schönen Karton. So, fällt mir hier irgendwas auf, was Negatives? Ich gucke ja immer zuerst nach was Negatives. Nein, aber hier sieht man die Karosserie. Schön dünni. Na, die war halt nicht so dick dargestellt. Also sind doch ziemlich viele Teile. Das fällt gar nicht so auf. Hier ein bisschen Guss. Gusskanalreste, filigranes Lenkrad. Ja, der kleine Motor und so, sehr schön. Ich kann mich da auf jeden Fall jetzt mal nicht beschweren. Gefällt mir. So, weiter geht es mit filigranen kleinen Segmentketten. Bei mir ruckelt im Moment die Internetverbindung. Ich weiß nicht, ich habe Standbild? Das kann ja gar nicht sein. Wie kann das sein, dass ich Standbild habe? Ich will mich das Ding hier verarschen, ja? So, da bin ich wieder. Er zeichnet auf und es ist kein Standbild im Moment. Das ist schön. So, es geht hier weiter mit dem vorvorletzten Gussast. Und zwar, wie ihr seht, die Segmentketten und Einzelgliedketten, sehr filigran, na, und sehr schön gemacht. So, soll ich mal was als Hintergrund? Ich habe nichts als Hintergrund. Das ist doof. Das ist ein doofer Hintergrund. Aber man kann die trotzdem erkennen. Oh, die sind schön filigran. Also schön gemacht. Hier sind die Stoßdämpfer. Das ist also alles, was man braucht, um zu fahren. Ist auf jeden Fall schön gemacht, ohne groß erkennbare Fehler. Das mag ich gern. Weiter geht's mit, ja, das könnte die Teil der Ladefläche des Daches sein und die Rückwand oder so. Eine der Wände auf jeden Fall. Hier oben die Dachfenster. Sieht aus wie eine Europalette, die gab es noch nicht. Ach nee, auf dem Dach kommt ja ein Dachgepäckträger. Genau, da ist der Dachgepäckträger drauf. Auch das sieht sehr schön aus. Und die Räder haben auch ein schön gedrucktes Profil. Das sind denn, welche Räder das auch immer sind. Die anderen waren noch, Moment, waren da
Die waren nicht aus Gummi, stimmt gar nicht. Das war der Bausatz davor. Also die sind aus Plastik, haben sie keine Gummiräder reingetan. Oder Vinylräder oder wie auch immer. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, wenn die Mäntel nicht aus Vinyl sind. Jo, denn geht das fließend weiter zum nächsten. Und der nächste geflossene ist natürlich der Rest vom Kasten, der Rest vom Schützenfest. Auf der Seite ist innen und das ist außen. Und außenrum sind überall so kleine Halterungen. Kann man auch sehen, ne? Wenn ich das ins Licht halte. Ah, sind überall schöne kleine Halterungen. Das Dach. Also das ist echt traurig, dass da kein Interieur drin ist. Das lädt dazu ein und man kann ja auch durch die Fenster durchgucken, ne? Ja, also sehr schön. Gefällt mir der Bausatz, auch wenn er leer ist. Ja, als nächstes kommen zwei Gussäste mit Clearparts. Die Clearparts lasse ich mal drin. Ich möchte da nichts beschädigen, seht ihr aber. Schöne Klarsichtteile, da gibt es auch keine Details drauf. Und hier Klarsichtteile für die Windschutzscheibe und die Seitenfenster. Also Windschutzscheibe, Seitenfenster, Scheinwerfer und Rückfenster, Kabine. Und das andere sind halt für den Container, für den Koffer hinten die Teile drauf. Ja, falls euch dieses Video gefallen hat, das ist ja jetzt schon leider wieder vorbei, da ist ja nichts drin in der Kiste. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, weil Support ist kein Mord, Däumchen ist ein Träumchen. Und ja, und falls ihr noch kein Abo habt, lasst doch bitte ein Abo da. Ihr unterstützt mich und fördert mich damit ein bisschen und auch, dass ich in Zukunft auch noch Modelle rankriege, um die euch zeigen zu können und zu dürfen. Ja, sieht so komisch aus mit dem Licht hier. Wieso wird das immer dunkler? Ja, mein ganzes Gedönse macht hier irgendwie Theater. Ich hoffe, dass er alles aufgenommen hat. Das war der letzte Gussast. Ich verabschiede mich jetzt, weil mein Tablett ist komplett leer gelutscht. Das ist meine Schaltzentrale. Ich wünsche euch alles Gute. Freue mich darauf, wenn ich euch das nächste Mal wiedersehen und begrüßen darf auf meinem Modellbau-Unboxing-Kanal. Und wenn euch es gefallen hat, wie schon gesagt, Daumen hoch. Na, freut mich immer sehr. Und auch Kommentare finde ich nicht schlecht, sofern sie nicht immer nur negativ sind. Na, vielleicht Anregungen. Ich tue mein Bestes und stelle jetzt auch ein bisschen die Präsentation ein bisschen um. Na, und jetzt meldet sich das Tablet. Ja, du sollst jetzt Schluss machen, sonst gibt's Haue. Ja, eigentlich habe ich hier noch drei Bausätze, die ich auspacken wollte. Ja, aber das wird heute nichts mehr. Der braucht 4 Stunden, bis er aufgeladen hat hier, der alte Tabletti. Also, dann halte die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Euer Vagant.